So, und weiter geht's. Ja, genau, ich denke mal, jetzt kommt noch die große Spinne, von der wir schon geredet haben, aber es geht erst nochmal Herz des Netzes. Also, da befinden wir uns gerade und jetzt geht es noch kurz mal Einkaufen, einkaufen, Shoppingtour. Shoppingtour, jawohl. Was wollen wir denn verkaufen? Das hier. Oder brauchen Verringerter Ladenpreis 10%, ey, das können wir auch anlegen. Warte mal, genau. Verkaufen erstmal das. Bögen haben wir 9. Hey, warum haben wir den nicht eingesetzt? Na, weil du noch nicht dazu gekommen bist, Ja, garantiert. okay. Gut, das können wir verkaufen. Das und ja, können wir beide verkaufen. So, Schwerter. Wie war das Schild? Oh nein, unser 223. Schwert ist Ja, kaputt. ich weiß. 216. Das weg. Das weg. So, das können wir auch nicht nehmen. Nee, raus. Nein! Ah, scheiße. Egal, das können wir auch noch behalten. Das muss weg. Weg. Alter, was haben wir hier für schlechte Waffen drin? So, hätten wir hier auch aufgeräumt. Oh, wir können hier einen Ring anlegen. Wie haben wir jetzt eigentlich 72, 42, 56, 51, 13, 47. Ah, da kommt schon raus. Okay, ich würde sagen, haben wir jetzt legen wir mal das Amulett kurz um. Meinst du, es funktioniert wirklich? Ja, na, wenn das George Floyd so steht, dann wird das schon so gemeint sein. Oh nee. Sag jetzt nicht. Ey, haben die überhaupt was? Ist da alles nur, was wir verkauft haben? Nicht alle. Aber fast hier 155. Das, ab jetzt, kommt nur noch das, was wir verkauft haben. Sinnlos. Nichts, was man gebrauchen könnte. So, da leg noch den anderen Ring an. Ja, mach ich. Zwei Wille, sechs Kleinen, oder? Ja. So. So, was nehmen wir mittlerweile? Das da? Nee. Das? Wir haben kein Zwergenschwert mehr. Scheiße. Wir brauchen aber eigentlich. Naja, komm, wir nehmen das. Ja, warte, da liegt das an. Vielleicht können wir mit zwei Schwertern kämpfen. Ja, aber da ist er trotzdem schlechter. Also ich kann ihn mit Zwie ich kann nicht. Ja, aber das Schwert bringt uns da erst recht nichts. Ne, wir können aber die Zwo-Fähigkeit dann nie einsetzen, wenn du ein Einhandschwert hast. Weil wir das noch nie freigeschaltet haben, dass der. Aber wenn du jetzt mit dem Schwert, mit so einem schlechten Schwert Wieso gegen denn schlecht? den Ich habe Endgegner doch hier kämpfst. 300 an Angriff. So, wir werden den trotzdem fertig machen bei unserem Special hier gegen die Riesenspinne. Hoffen wir es. Na, ich denke mal Die schon. Spur führt einen Bis jetzt Untergang. haben wir jedes Special gewonnen, also im ersten Mal, beim ersten Duell wird es auch hier funktionieren. Ah. Ja. Die ist doch eklig, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung dazu ist. Lass ihn erst noch ein bisschen hängen. Lass ihn auf mein Vergnügen warten. Aber nur der Zauberer, das ist kaum eine Mahlzeit für jemanden wie mich. Aber vier, das ist ein Fest. Oh, ich hasse dieses Vieh. Wo ist sie? Dort hinten. Ja. Ah ja, die konnte ja so springen, das war ja das. Neues Ziel, besiege Zenithra oder so. Ich würde sagen, wir bleiben so.
Heißen wir dich, können wir auch noch unseren Adler rufen. Richtig. Ah. Oh, ich dachte, du darfst gegen die alleine kämpfen. Nee, nee. Alter, guck du mal das Plänchen hier an. Nee, genau das wollte ich nicht haben. An der linke Maus hatte. Oh. Oh, aber der Hammer jetzt ordentlich Schaden zugefügt damit. Das müssen wir öfters machen. Nee. Nee, nicht bei mir. Na gut. Nee, dass du noch anfängst mit Gott. Das ist ja nicht so gut. Das macht dich nicht so gut während der Aufnahme. Der arme Rechner. Ja, den kannst du danach nicht mehr benutzen. Unterstützt mich! Oh nee. Ich bin gleich tot, ich setz mal 5 ein. Kannst du nicht. Jetzt darfst du nicht. Was ist das? Irgendwie Giftmasse vielleicht oder sowas. Naja, egal, es läuft mir was ganz gut hier gegen die Riesenspinne. Hä, warum hat der immer das? Oh nee! Warum hat der so einen blöden Dolch immer? Während der mit dem. Nein! Oh, was ist denn jetzt? Ey, ich treffe ihn ja jetzt. An meine Seite! Oh! Verdammt, Antje ist tot, oder? Nee, Antje lebt. Alles klar, ich komme. Oh, guck mal, wie wir hier sind. Kannst du nicht verstehen. Wir sind gleich tot. da war die Spinne. Ey, na, das wär's. So ein Balken bevor die tot ist und dann gehen wir drauf. Das würde irgendwie passen. Komm, wir machen jetzt. Hier, schau mal, der Dolch, den der da immer hat. Das ist irgendwie merkwürdig. Die Spinne nervt. Los, komm, mach sie fertig, schnell. Nein! Bin ich tödlich. Komm her. Ja, sehr gut. Ich rette Radagast. Nee, warte mal noch nicht. Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen. Richtig. Wieder ein heldenhaftes Special. Special. Scheiße, ich muss ihn erst retten. Warte mal. Ach so. Das kann ich nachher einsammeln. Vorsichtig. Lasst ihn jetzt langsam ab. Er lebt noch. Gewiss. Und er kommt wieder zu sich. Radagast, geht es dir gut? Nee. Oh, was für eine ausgesprochen unangenehme Erfahrung. Ich werde in Zukunft Fliegen gegenüber mehr Mitleid zeigen. Kannst du uns sagen, was passiert ist? Zainatra hat mich geschnappt. Hat mich einfach überrumpelt, fürchte ich. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, etwas wie sie in diesem Teil des Waldes anzutreffen. Nein, wirklich nicht. Wisst ihr, ich kam hierher, um mich vom Ärger fernzuhalten. Schatten breiten sich aus über dem düster Wald. Noch finsterere Schatten als üblich, meine ich. Und sie kommen aus Dol Guldur im Süden. Roskubel, wo ich normalerweise lebe, liegt ein wenig zu nahe an Dol Guldur, um seine Ruhe zu haben. Also kam ich hierher. Ich habe einige solcher Zufluchtsorte. Man kann nie genug vorbereitet sein, wenn man im Düsterwald lebt. Dann zieh doch um. Dann macht er doch schon. Aber kenne ich euch? Na, aus dem Düsterwald weg. Ach so. Nein, Radagast. Aber du kennst mich. Ha, junger Beleram. Es ist eine Freude, dich zu sehen. Du bist also auch mit von der Partie? Ein recht gut durchmischter Haufen, oder? Ich sehe Elben, Zwerge und Menschen nicht häufig Hand in Hand. Vor allem nicht im Düsterwald. Und nun kommt noch ein Adler dazu. Adler? Dieser entpuppt sich langsam wirklich zu einem recht außergewöhnlichen Tag, wenn man alles zusammennimmt. Allerdings. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Meine Freunde und ich haben eine Mission und
kommen, dich um Hilfe zu bitten. Wir suchen den Drachen Urgost, der in den grauen Bergen lebt. Und wir haben keine Zeit für eine lange Suche. Uns wurde gesagt, du könntest vielleicht helfen, ihn zu finden. Ihr wollt einen Drachen finden? Oh, meine Lieben, ist das wirklich weise? Weise oder nicht, es ist unsere Mission. Weißt du, wo wir Urgost finden können? Nun, er ist ein Drache, also würde ich sagen, im grauen Gebirge? Ich... ja, das sagten wir ja bereits. Doch weißt du, wo im grauen Gebirge? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ehrlich. Was? Dann haben wir nur den Wind gejagt? Nicht so schnell. Ich weiß vielleicht nicht, wo Urgost lebt, aber ich könnte es vielleicht herausfinden. Doch ich bräuchte dafür meinen Stab. Und es scheint, als hätte ich ihn irgendwo verlegt. Wir haben deinen Stab gefunden. Hier ist er. Ich wusste, du würdest ihn brauchen, sobald wir dich getroffen haben. Ah, exzellent. Bist du nicht schlau? Und auf deine eigene Weise gerissen wie ein Fuchs, wie ich sehe. Ich bin dir dankbar. Dann schauen wir mal, was wir herausfinden können, oder? Meine Freunde könnten das eine oder andere wissen. Sollen das werden? Na, warte ab. Ach, stimmt ja, da kann ich ja mit Fugen gehen. Kannst du das nicht? Nee. Muss mal üben. Das ist gar nicht so schwer, habe ich letztens rausgefunden. Hast du Neuigkeiten für mich, Kleiner? Man beachte Farin im Hintergrund. Ich verstehe, ja. Oh ja, wirklich. Du bist sehr mutig. Gut gemacht, mein Freund. Da hast du es. Könntest du das vielleicht erklären für diejenigen unter uns, die nicht die Sprache der Schwalben sprechen? Oh, das tust du nicht. Das ist wirklich schade. Sie sind recht nette kleine Kerle, haben immer etwas Nettes zu sagen. Was hatte der denn zu sagen? Recht viel sogar. Hier, ich zeige es dir. Hast du über mein Angebot nachgedacht? Du handelst mit Dingen, die du nicht besitzt, Mensch aus dem Süden. Deine Belohnung werde ich früh genug haben. Überleg dir gut, ob du dieses Angebot ausschlägst, Drache. So mächtig du auch bist, du wärst gut beraten, meinen Herrn nicht zu verärgern. Ich sage nicht, dass ich ablehne. Nur, dass du meine Belohnung erst erwerben musst, bevor du sie mir geben kannst. Eine Formalität. Ich gehe mir jetzt deine Belohnung holen, aber ich lasse einige Männer hier, um deine Antwort abzuwarten. Denke gut nach, aber nicht so lange. Meine Zeit und meine Gedanken sind allein meine Sache. Vorerst. Nun ja. Aber was? Hat er sich in die Höhle des Drachen bewegt? Und ich würde sagen, wir haben die Mission im Düsterwald recht souverän am Ende dann doch erfüllt. Ja. Wir hatten am Anfang ein bisschen zu kämpfen, muss ich sagen. Und jetzt geht's zum grauen Gebirge. Mal schauen. Ah ja, da hinten müssen wir raus. Ich würde sagen, wir tun dann erst noch aufwerten alles und so. Ja, wir sind kein Level aufgeschieden. Ja, aber hier, wir haben ja übelst viel gekriegt. Setzen wir mal das. Oh nee, das sieht scheiße aus, Alter. Das sieht die selbst besser aus. Ah, ich finde, die sieht eher am besten. Ah nee, wir nehmen die. Ah ja, nehmen wir das. Aber genau das gleiche. Weißer.
Urgost und der Schlupf wird dann das nächste sein. Fortfahren. Juhu. Das sieht doch schon mal viel besser aus, das Bild, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wer dann der mysteriöse Mann in der Mitte sein wird, das ist auf keinen Fall Agan da. Also schon mal vorweg, das werdet ihr dann bald herausfinden. Wir sind sehr nahe am Nest des Drachen und müssen jetzt vorsichtiger sein. Wenn Urgost uns in der Luft entdeckt, kann er uns mit einem einzigen Feuerstoß niederstrecken. Es ist das Beste, wenn ihr zu Fuß weitergeht, während wir euch von oben Deckung geben. Glaubst du, dass Urgost auf Eindringlinge achten wird? Ich hoffe nicht. Aber Drachen sind für ihre scharfen Sinne berühmt. Ich befürchte, er wird uns schon sehen, hören oder riechen, lange bevor wir ihn zu Gesicht bekommen. Dennoch, wenn Agandars Schergen sich hier herumtreiben, kann es sein, dass der Drache uns zwischen ihnen nicht bemerkt. Es gibt keinen Grund, noch länger zu zögern. Lasst uns so schnell wir können weitergehen. Gut, und das sehen wir dann erst im nächsten Teil. Deswegen verabschieden wir uns und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns doch, oder mich eher gesagt, und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und sonst halt einen Daumen nach unten oder bewertet es einfach nicht. Ciao! Ciao!